Hey Leute, und was geht ab? Willkommen zu Need for Speed mit unserem lieben Manu. Hey ho. Hä? Was ist das denn für eine Ansicht? LOL. Ja, Digga, ich hab den GoPro-Modus von Need for Speed an. Und jetzt fliegen wir mal ganz gepimmelt hier zu dem wunderschönen Porsche, die jetzt endlich fertig sind. Wir haben es absolut geil geschafft. So, und dann würde ich mal sagen, spring ich mal wieder in mein Auto rein. So. Verdammt, Nico! Unser kleiner Nico, wo kommt denn der eigentlich her? Unser kleiner Nico ist auch dabei. Halt, Nico, wo willst du hin? Weg! In seinem kleinen BMW. Wird das jetzt hier eigentlich eine Verfolgungsjagd? Natürlich. Bleib stehen. Was ist passiert? Ich habe nach links gezogen, dann habe ich nach rechts gezogen und in dem Moment hast du wieder nach links gezogen. Ich wollte ihn aufhalten. Ich bin jetzt schon wieder voll bei Rivals drin, Mann. Ja, das ist jetzt. Hey, Mann, das bist du. Ich hab ihn. Oh, und ich hab dich. Nein, du hast ihn. Nein, ich hab dich gerannt. Jetzt hast du mich gerannt. Ich hab ihn am Heck erwischt. Ich hab das Gefühl, wir sollten uns nicht die ganze Zeit verfolgen. Sorry. Hey. Oh, das war ein schöner Drift. Halt, stopp. Hi. Westen bremsen, Ego West. Ach, die wurde zu fertig, Drift. Ich lade. Nico, bist du uns eigentlich so beigetreten oder? Nee, er ist Crew beigetreten, das stand vorhin da. Das ist scheiße. Da muss ich eine extra einladen. Ah, leck mich. Hä, hey, warte, er ist doch bei uns drinne. Du kannst ihn mit Vierecken mit einladen. Sicher. Ja, klar. Dann mache ich das jetzt. Ach ja, stimmt. Gut. Nico rein. Verdammt, Nico, machst du wieder stolz den letzten? Gott, verdammt, meine Motorhaube ist voll verbogen. Deswegen bin ich nochmal durch die Tanke gefahren. Oh. Hey, meine ist auch voll verbogen. Gott, verdammt, Nico. Nico Sport einfach schräg, jawohl. Ich bin aber ganz fix zur Tanke gefahren. Easy. So, jetzt probieren wir mal unsere neuen Autos aus. Ach, wow. Driftrennen, gell, Jungs? Nicht vergessen. Nico, mit was für einem Auto fährst du eigentlich gerade genau? Oh ja. Nico, einfach ein bisschen driften, das schaffst du schon. Kommt mir trotzdem noch so langsam vor. Philipp. Ich muss bei der Gruppe bleiben, um Punkte zu sammeln. Wir beide zählen auch, komm. Ach, wir beide zählen auch, na dann ist gut. Dann kriegen wir keine 2,0 mehr, sondern nur noch 1,8. Uah! Was? Ein Hurensohn. Ich hasse es! Ich hasse es! Die Wichser! Du hast die Kurve geschubst. Alter, was ist denn nur los hier? Philipp, das Drift aus. Was ist, Nico? Ja. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Warte, Nico sagt, Nico, bist du nicht im Rennen? Ah, cool. Ach, Philipp, diesmal darfst du sogar die Kurve eng nehmen. Ich weiß. Also, Nico, Kurzfassung, wir hatten letztens ein Rennen, da musste man die Kurve weit nehmen und er hat sie immer eng genommen. Ich hab sie jedes Mal eng genommen, Mann. Voll verpimmelt. Philipp, warte auf mich. Mann, das zählt nicht, komm her! Fuck. Alter, wie lange bist du denn bitte? Ich hab grad einen halben Crash gebaut, sorry. Jetzt zählt's wieder. Ich brauche hier halbe Crash, tut mir leid. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt mit dem abgestimmten Auto fahre, also verurteilt mich nicht, wenn ich hier absolut scheiße war. Ey Mann, ich hab Angst. LOL! Verdammt, Philipp!
Ach, oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ich habe gerade so die Maximalpunktzahl erreicht. Das ist mir noch nie passiert, dass ich so schlecht bin. Ich habe 50.000 gemacht. Ich habe 51, ich bin bestimmt. Scheiße. Erster. Ja, ich bin. Was? Wir sind nicht mal. Ich war nicht mal annähernd Erster. Ich war einfach Fünfter. Alter, wir waren absolut scheiße, Mann. Der Porsche muss auf jeden Fall nochmal abgestimmt werden. Habe ich auch gehört. Und auf jeden Fall habe ich auch gehört, dass wir mal irgendwann mal für Nico Geld machen sollten. Ja. Damit Nico auch mal ein besseres Auto kriegt. Kann er sich ja vielleicht das dritte Auto kaufen. Ey Mann, dann können wir nochmal die ganze Kampagne mit dem spielen, dann kann ich ja auch nochmal ein bisschen was absahen. Hört sich gut an, ne? Nico denkt sich so, Need for Speed? Nein. Ich weiß nicht warum, Nico ist bei mir so absolut leise, Mann. Bei mir auch. Das PlayStation Headset rockt nicht, Alter. Rockt überhaupt nicht. Hält ja auch nicht laut, ihr Vollidioten. Man muss ja auch Rautläden musst du. Philipp, er hat uns Vollidioten gedacht. Nein! Komm mit, Mann, wir fahren hier hin und heulen eine Runde. Okay. Oh, guck mal, wie ich nämlich gerutscht bin. Ja, ich würde sagen, Nico, ich weiß, wo du lang fährst. Ich nicht, gut. Fahr einfach so die Straße weiter. Links jetzt. Oh Mann, hey. Was ist da los? Da fährst du jetzt rechts, dann links, dann rechts, dann treffen wir uns bei der Garage. Digga, wir pimmeln einfach nur noch rum. Es gibt nichts mehr zu machen. Ich komm zur Garage, Nico. Hi. Was, treffen wir uns bei der Garage? Würde ich sagen, ne? Bin dabei. Nico ist erstmal bosshaft in die Garage gesprungen. Wir können ruhig noch ein Rennen fahren, gäbe auch noch ziemlich viel Zeit. I know. Ist halt nur Brot für Nico, ne? Weil er noch nicht so schnell ist. Hey, er hätte ja mitfahren können. Er war ja theoretisch auch da, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß, ich hab's gesehen. Er wurde ja nicht angenommen. Vielleicht war es eine Nummer zu hoch für ihn. Nein, vielleicht warst du einfach zu schnell wieder drinnen, bevor er gespawnt ist. Nico, du kannst mit Option in deine Garage springen. Und du kannst dich auch über die Map teleportieren. Genau. Aber das machen wir. Also ich mach das theoretisch. Ich mach das eigentlich nicht so gerne, weil ist halt nichts für Speed, Mann. Zur Tanke. Ja, gehört sich halt nicht. Das ist unsere Standardtanke hier. Das ist unsere Standardtanke. Sind wir immer. Oh, da packt er das Auto wieder aus. Da packt er das Taxi aus. Nico packt das Taxi aus. Nico wird zum Taxifahrer. Du, Manu. Ja? Leben am Limit. Was tust du? Oh, ich liebe es. Wenn ich zu schnell mit Gas in die Kurve fahre. Du Wichser. Was bist du eigentlich für ein mieser Hurensohn, gell? Hallo, Aufnahme, Philipp. Verdammt, Philipp. Ja, verdammt schnell. Verdammt, Philipp! Ich hasse dich. Ich lieg auf dem Dach. Und nicht auf der Seite. Ah, ich kann entkommen. Manu, was ist eigentlich falsch mit dir? Alles. Ich bin ich, du bist du, ja. Ich mag dich, du magst mich. Alles klar. Beide mögen Barney nicht. Na gut, wenn man sich so überlegt, der war ein toller Dinosaurier, ne?
Ah, Leute, kennt ihr noch die Dinos? Ja, klar kenne ich die noch, Alter. Tolle Serie. Das war eine Standardserie. Ja. Und dann kommen so Leute, die sagen, es gab gruselige Momente in dieser Serie. Habt ihr angenommen? Nico hat abgelehnt. Verdammt, Nico. Ist ein Zwei-Mann-Rennen. Jetzt geht's wieder um die Wurst. Eigentlich deiner ist immer noch schneller als meiner, das wissen wir beide. Es kommt nur drauf an, wer besser schaltet. Ich schalte absolut scheiße. Trotzdem wirst du safe gewinnen. Ah ne, ich habe das vorhin geübt. Kann ich gar nicht glauben. Voll kacke, bei mir ist das rote im Drehzahlbereich zwischen 5 und 7. Meiner kommt einfach nicht aus den Schuhen, Alter. Am Anfang, wenn du beim Schalten bist, meiner kommt einfach nicht aus den Schuhen, das ist das Problem. Das hatte ich auch am Anfang. Und dann vergesse ich zu schalten. Ey Philipp, zum Ende wurde es noch mal knapp. LOL, wie knapp, Alter. Das habe ich gar nicht gemerkt. Du warst ja direkt hinter mir. Komm, wir fahren noch mal. Aber, leck mich, ich fahr jetzt mal gegen Nico. Okay, dann fahr gegen Nico. Nico, fahr aus der Garage, er will ein Drag Race gegen dich machen. Du musst das gewinnen. Du musst meine Ehre wiederherstellen. Kann ich nicht, es tut mir leid. Nico, du schaffst das. Ich glaub an dich und die Macht des Saftes ist mit dir. Hey Mann, ich fahr auch mit meiner Mona, versprochen. Plötzlich fuhr er mit einem Bugatti. Natürlich. Gibt's ja auch. Ja, leider nicht, ne? Wäre doch witzig. Auf dem Bugatti würde ich auch noch schwitzen. Ha, Nico, ich fahre sogar mit meiner Mona extra für dich. Wir müssen uns aber beeilen und treffen uns dann. Manu, fährst du schon mal zur Tanke? Ja, kann ich gleich tun. Ha, Nico, geh bitte schon mal raus. Ey Philipp, ich habe noch mal meine Reifen ein bisschen verbreitert. Ich glaube, der Nico wird im Video kaum zu hören sein. Der ist absolut leise, Mann. Das ist mir doch egal. Ist ja kein Problem. Weißt du, Nico, sonst bist du auch nicht so leise. Schreibst du einfach in den Titel, ist Nico nur leise oder ist er abwesend? Ja, natürlich. Klar, Digga. Oder in die Beschreibung, muss man sehen, was kommt, Digga. Wieder gegangen. Alles. Nein, Nico, du gehst nicht. Du bleibst schön hier. Nach der Aufnahme kannst du gehen, aber wenn du gehst, geh mit Gott. Scheiße! Ach Mann! Jetzt habe ich mit Dreieck gestartet. Scheiße! Ach nee, Nico ist ja trotzdem mit drinne. Das wird total vergessen. Komm, Nico, jetzt aber fix. Hattest du jetzt eigentlich bei deiner Mona die Reifen auch ein bisschen verbreitert und so? Ja, habe ich. Ich habe sie komplett raus. Nice. Hast du deine auch schräg gemacht? Nee, schräg habe ich sie nicht gemacht. Philipp, welches Level bist du denn eigentlich jetzt schon? 66 immer noch, fast 67. Ja, ich bin knapp über die Hälfte von 65. So, fahr ich mal zur Tanke, weil die Aufnahme ist so gut wie vorbei. Ich hoffe, ich schaff das noch mit der Mona. Nico, du kannst dich auch einfach zu dem Rennen, notfalls. Du schaffst das safe. Nico, gib Gas. Fahr dann die Straße gerade hoch weiter. Dann könntest du es vielleicht auch noch schaffen. So, genau, das war ja mal wieder absolut unnötig heute. Gut, ja, dann verabschieden wir uns mal ich und der Manu und der Nico. Nico ist auf dem Weg. Nico ist gleich da. Ja, Manu, also bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao.
Oh.